es war einfach notwendig, dass man von diesem nachfrageorientierten Verkehr auf den angebotsorientierten umwechselt, dass man sagt, wir gehen hier in Vorleistung. Wir haben in Reutlingen über 10 neue Buslinien eingeführt. Wir haben auch neue Quartiersbuslinien eingeführt, die in den Teilorten oder in Wohngebieten, wo bisher der Bus nicht hinkam, die Feinerschließung übernehmen und die dann auch die Menschen von ihren Wohngebieten auf die Hauptlinien befördern. Wir haben auch den Einstieg in die Elektromobilität gewagt. Wir haben bisher jetzt 4 Vollstrombusse im Einsatz. Wir werden noch weitere 4 dieses Jahr beschaffen. Wir haben schon seit Januar 2019 mit besonderen Tarifabsenkungsmaßnahmen die Attraktivität erhöht. Dazu gehört natürlich dieses 365-Euro-Abo, also 1 Euro pro Tag. Wir haben auch andere Fahrscheingattungen im Preis gesenkt, durchweg so circa 30%, und es kam bei den Fahrgästen sehr gut an. Die Gartenstraße wurde sozusagen zur neuen zentralen Nahverkehrsachse umgebaut. Es wurde eine Spur für den Autoverkehr gesperrt. Wir haben jetzt die Gartenstraße hochfahrend, eine Spur nur für den Bus. Und mit der Erschließung der Gartenstraße kommen wir jetzt wirklich mitten ins Herz Reutlingens rein. Ja, wir erhoffen uns durch dieses neue Projekt natürlich auch eine gewisse Vorbildfunktion für andere Städte, dass eben für die Bürger ein Angebot geschaffen wird, mehr den ÖPNV zu nutzen, das Auto stehen zu lassen und so aktiv zum Klimaschutz beizutragen.